Jetzt wechseln die. Einwurfspieler, Mane mit dem Einwurf. Brunner und Schlotti verwandelt. Ist gerade über die Außenmikrofone gehört. Nico Schlotterbeck sagt, es sind schon wieder 35 Grad hier. Nein, das ist, ich glaube, dass man dort viele Verbesserungen machen kann. Das ist ein Trainer, wo ich sage, wow, der kann uns vielleicht noch 2, 3, 4, 5, 6 Punkte im Jahr bringen. Ganz sicher. Also wir sehen, wie die Übung aussehen soll. Einwurf, klatschen lassen und sofort weiterverarbeiten den Ball. Wichtig, nicht mit der Brust annehmen, nicht mit dem Kopf annehmen, sondern den Ball mit dem Fuß weiterverarbeiten. Darauf legen die Trainer aktuell ganz viel Wert. So, wir sehen gerade Schlotterbeck beim Einwurf. Also einwerfen, zurück und direkt. Und auch jetzt, das war der Einwurf von Jan Kuto. Und sofort verarbeiten, ja, den kann man auch reinmachen, Julian Brandt. Aber ist auch noch früh am Tag, das kann auch werden. Und wie gesagt, ganz wichtig, nicht zu hoch werfen. So, Einwurf Schlotterbeck, gut verarbeitet von Filippo Mane. Und Nuri Sahin mit der Ansage, wartet länger, Distanz ist noch zu lang. So, Jan Kuto beim Einwurf. Da gibt es jetzt nochmal die letzten Anweisungen. So, und los geht's. Ah, das war doch schon mal eine richtig gute Kombination, abgeschlossen von Julian Brandt. Jetzt Nico Schlotterbeck, Paris Brunner und Jamie auch sicher. Kuto. Zu Brunner. Und wieder Schlotterbeck. Wenn das im Spiel auch so einfach ginge. Ja, man merkt, dass er hier den Achten jetzt nicht sauer gebracht hat. Und so, jetzt wechseln die Einwurfspieler. Mane mit dem Einwurf. Brunner und Schlotti verwandelt den Ball. Kuto bleibt aber bei den Einwürfen. Also kleine Fehler werden hier gleich korrigiert. Sofort korrigiert. Und wir sehen nochmal das schöne Panorama unserer Drohne, die jetzt gerade auch zu den Torhütern rübergeht. Wie gesagt, Gregor Kobel heute nicht dabei. Er ist im Hotel geblieben für individuelle Belastungssteuerung. Pascal,
Ja, Nuri sagt es an. Die Einwürfe werden besser. Filippo bekommt sein Lob. So, jetzt Kuto, starker Einwurf. Ja, Paris versucht es, glaube ich, gerade direkt. Hat nicht ganz geklappt. Ja, Schlotti, das ist es. Jungs, der Ball darf nicht weg. Ja, the ball. Alex. The ball can't jump anymore. Okay? Go deeper. So, what I want, yellow starts now. When you make the movement, one come under the ball and one high. Okay? So move, and you have to hit my feet. You hit my feet, now Felix jump into the ball. Like this, or we set for you. Okay, but not here. Then. Back to start. Got it. Yeah, go on. Yeah. Oh, Kevin. Starting positions again. This is only the starting position. Now, what I want to know is. Also kreuzen, Ball in die Mitte und dann direkt ablegen. Also direkt wieder in Position bringen. Das ist nun Zweck dieser Übung. Im Chat wird gerade gefragt, ob Malen auf dem Platz steht. Heute nicht, er ist im Hotel geblieben. Individuelle Belastungssteuerung ist angesagt heute für Donny Malen. Und wenn ihr später dazugekommen seid, das gilt heute auch für Marcel Sabitzer, Emre Can, Gregor Kobel, Waldemar Anton und eben Donny Malen. Die sind heute leider nicht auf dem Platz, sind im Hotel, werden da bestimmt individuell was machen. Eine Minute noch. Die Ansage, bitte Qualität. Könnte man eigentlich bei jeder Übung machen. Länder. Dann gib mir mal
mal einen Ball, bitte. Vielleicht habt ihr es gerade über die Außenmikrofone gehört. Nico Schlotterbeck sagt, es sind schon wieder 35 Grad hier. Und tatsächlich wird es gerade richtig, richtig knacke warm. Die Sonne kommt raus, was natürlich schön ist für uns. Weil bisschen hektisch hier, wir brauchen gar nicht viel zu machen. Also hier, wir sind so nah dran, wir sollten dann auch einfach die Bilder sprechen lassen, glaube ich. Absolut, absolut. Ist ja unfassbar. Wir sind ja quasi mittendrin, Mathe. Beste Plätze hier auf jeden Fall. Sekunden noch ist die Ansage von Alex Clapham, unserem neuen Standardtrainer. Hat schon bei unter Ralf Hasenhüttl bei Southampton gearbeitet. Jetzt seine erste Station hier in Deutschland. Und das sieht schon richtig gut aus, finde ich, glaube ich, was die Jungs hier gerade machen. Ja, ja. Aber das fängt damit an, Martin. Du musst, wenn die Einwürfe vernünftig sind, wird der. Siehst du. Der tickt einen Meter vorher auf. Das ist für Jule unfassbar schwer, den irgendwie platziert zurückzukriegen. Er muss direkt auch in die Füße gespielt werden, beziehungsweise geworfen werden. So, Kuto beim Einwurf. Das hat gut geklappt. So, und Pause. Well done, guys.